Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Ratiopharm Ulm gegen die BG Göttingen, wo wir mit 84 zu 93 unterliegen. An meiner Seite Head Coach Anton Gavel und Gästecoach Roel Moers. Dem Gast gebührt das Wort. Herr Moers, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, unglaublich stolz auf mein Team. Wir hatten eine schwierige Vorbereitung noch nicht so lange heraus. Uns nicht qualifiziert für die FIBA Europe Cup, das war doch ein Ziel für uns. Aber wir haben uns hier gut präsentiert, glaube ich. Wir hatten Schwierigkeiten, erstes Viertel mit der Geschwindigkeit von den Guards. Haben dann die Lösungen gefunden und haben eigentlich mit viel Selbstbewusstsein gespielt gegen ein Team, das auch jung ist, aber auch viel Qualitäten hat. So, das ist natürlich immer gut, die Saison so anzufangen. Dankeschön, Anton, deine Stimme zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an Royal und seine Mannschaft zum Sieg. Ich glaube, 93 Punkte in eigene Halle zu bekommen, dann braucht man nicht über einen Sieg nachzudenken. Wir hatten ein Viertel gewonnen, das erste Viertel war ganz gut, sonst der Rest ja, war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ich glaube, als wir dann angefangen haben im dritten Viertel, wir haben dann vier, fünf Stops in Folge gehabt, haben nichts daraus kreiert, sondern nur Turnover. Und so gewinnst du dann einfach keine Mannschaft. Ich meine, Göttingen hat das dann schlau gespielt. Nach dem ersten Viertel dann viel in der Zone gescored und dann danach natürlich mussten wir das respektieren und dann kamen die Schützen zum Vorschein und wir hatten keine Möglichkeiten, dann ja, die richtigen Lösungen zu finden. Vielen Dank an die beiden Trainer erstmal. Jetzt könnten Sie Ihre Fragen stellen. Bitte dazu ein kurzes Handzeichen. Pittmeier von der Neumer Zeitung, Ja, bitte. Anton, du hast dann im letzten Viertel phasenweise ja Tommy Kleppheisch den Ball gebracht und beide Guards saßen auf der Bank. Was war das Versprechen in diese Maßnahme? Was heißt Versprechen? Wir haben natürlich jetzt versucht, wir waren hinten die ganze Zeit und haben versucht, einfach neue Impulse zu setzen. Das ist ja klar, dass unsere Guards vielleicht nicht ihr bestes Spiel gehabt haben. Und dann wollten wir mit Tommy und seiner Erfahrung nochmal versuchen, ja, neuen Impuls zu setzen. Das war das Einzige, was wir damit bezweckt haben. Wenn es, ja, Christian Kern, Südwestpresse. Herr Gavel, nochmal kurz zu Devin Robinson. Ich meine, er ist heute auch Topscorer geworden von Ulm. Was sagen Sie zu seiner Leistung? Ich glaube, es ist immer schwierig, individuelle Leistungen nach so einer Niederlage zu beurteilen. Klar, er hat uns geholfen. Gerade in der ersten Halbzeit war er gut im Rollen zum Korb. Aber wie gesagt, wir haben das Spiel verloren und jetzt über einzelne Leistungen zu reden, weiß ich nicht. Also ich versuche nur, unsere Mannschaft zu definieren und heute war das nicht der Fall, vor allem defensiv. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euch einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.